Jede Stunde, die sie da drin verbringt, ist eine Qual für sie. Caroline gehört nach Hause, nach Friedenau. Du meinst zu dir? Ich kann ja verstehen, dass du mich hasst. Aber lass deine Wut nicht an Caroline und dem Kind aus. Jedes Mal, wenn Isabelle schlecht drauf ist, steht ihr bei mir auf der Matte. Sie soll schön sehen, wie sie alleine klarkommt. Ruf deine Schwester an. Mach ihr klar, dass du es Lara sagen musst. Was musst du mir sagen? Du hast Caroline gar nicht verdient. Die ist viel zu schade für dich. Geht zu meiner Mutter. Wie kommst du darauf? Ihr habt doch gerade von ihr gesprochen. Komm, setz dich doch erstmal. Und sagt schon, was ist los? Deine Mutter, sie hatte einen kleinen Schwächeanfall. Geht sie wieder schlechter? Naja. Es ist nur so, dass sie unter Beobachtung steht. Unter Beobachtung? Ich dachte, sie wäre zur Kur. Die musste sie leider abbrechen. Was? Und wo ist sie jetzt? Deine Mutter, sie ist wieder im Krankenhaus. Dann fahre ich jetzt zu ihr. Lara, warte bitte. Ich habe einfach keinen Bock mehr, andauernd für andere Leute in die Bresche zu springen. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Jetzt schalt mal einen Gang zurück. Isabelle hatte fast einen Nervenzusammenbruch. Und das interessiert mich nicht. Nina kann doch nichts dafür, dass du wegen Isabelle so schlecht drauf bist. Natürlich nicht. Aber wenn ihr beide permanent davon redet, dass ich ihr helfen soll, dann kriege ich sie nie auf meinen Kopf. Ich bin fertig mit ihr. Versteht das endlich. Aber du hast sie doch mal geliebt. Du kannst sie doch jetzt nicht einfach wie Luft behandeln. Wenn ich jemanden nicht sehen will, dann ist da für mich Luft, Nina. Basta! Mensch, ich hatte ja keine Ahnung, dass sie dir noch in den Knochen steckt. Dann weißt du es jetzt. Und bitte, verschont mich in Zukunft mit diesem Namen und diesem Thema. Bitte! Sollen wir sie jetzt auch wie Luft behandeln, oder was? Es ist mir doch scheißegal! Lara, ich verstehe, dass du deine Mutter nicht im Stich lassen willst, aber warte lieber noch ein bisschen. Hm? Mama freut sich, wenn ich sie besuche. Ja, sicher, natürlich. Aber wahrscheinlich wird sie gerade wieder gründlich untersucht und das kann sich hinziehen, wie du weißt. Ihr hättet also gar nichts voneinander. Ja, ich will doch einfach nur bei ihr sein. Was ist denn daran so schlimm? Lara, bitte warte noch ein bisschen. Außerdem, Irene hatte doch vor, uns zu besuchen, wenn sie wieder gesund ist. Sie braucht mich aber jetzt, das weiß ich. Und deshalb fahre ich zu ihr nach Hannover. Dann lass uns zusammen zu ihr fahren. Gleich morgen früh. Ich fahre jetzt und notfalls auch allein. Arno, sag doch mal was. Ja, es ist wirklich die Frage, ob ihr heute noch zu ihr könnt. Morgen würde doch auch ausreichen, oder? Ja, kommst du nur mit oder nicht? Ich habe Mama schon so ewig nicht mehr gesehen. Ich nehme den nächsten Zug. Ich kann nicht mehr. Ich dachte, ich komme aus dem Teil nie wieder raus. Es war aber auch mörderisch eng. Wer entwirft solche Sachen bloß? Linie Clarisse.
Das kleine Schwarze war doch aus deiner Kollektion. Ja gut, dafür hättest du es auch umsonst bekommen. Oh, eine Nobelwurstpelle. Oh Gott, tut mir die Füße weh. Oh, wir sind die Kühe aber auch dreimal rauf und runter gerannt. Willst du was trinken? Nee, danke, nicht im Moment. War irgendwas Wichtiges? Der Sponsor hat sich gemeldet und er war sehr angetan von unserem Marketingkonzept. Ach, du hast ihm die Sachen schon gefaxt? Mhm. Das ist ja wunderbar. Ja, und er versucht's nachher noch auf deinem Handy. Gut. Sonst noch was? Alles andere Zeit bis morgen. Wie es aussieht, kann ich mir für den Rest des Nachmittags freinehmen. Gut, dann trinken wir bei mir noch einen Espresso. Mhm. Aber diesmal nehmen wir uns ein Taxi. Wie Madame wünschen. Es war wirklich sehr nett heute in der Stadt. Du warst aber auch schon vor unserem Einkaufsbummel verdächtig gut gelaunt. Steckt dahinter etwa ein Mann? Männer. Die sollten wie die Sterne sein. Abends kommen, morgens gehen. Kein Mann? Ich habe nur sehr wichtige Verhandlungen geführt, die mir und meinem bescheidenen Imperium zu noch mehr Glanz verhelfen werden. Und du möchtest mir nicht sagen, was für Verhandlungen das waren? Du weißt doch, wie bescheiden ich bin. Vielleicht ist Isabel immer noch ein Wunderpunkt für ihn. Tja, den Eindruck habe ich auch langsam. Ich verstehe es nur nicht. Ich dachte, Marc kommt gut mit Isabel klar. Ja, so eine Trennung ist aber eine ziemlich harte Sache, oder? Tja, ich sag mal Beziehung. Was ist mit Marc? Nina, machst du mir bitte noch zwei Wasser? Mhm, klar. Danke. Möchtest du auch was trinken? Komm, jetzt sag schon. Nina hat Marc nur gefragt, warum er dir nicht geholfen hat. Ja. Och, Nina, du hättest dich da nicht einmischen müssen. Das weiß ich doch. Ich dachte nur, du kommst mit dem Reporter nicht alleine klar. Er saß ja die ganze Zeit am Tresen und hat so getan, als ob es ihm nichts anginge. Ja, das meine ich auch nicht. Aber wenn man Marc vorwirft, dass er mir nicht geholfen hat. Ja, eben. Und genau das wollte ich nur von ihm wissen. Er hat wohl seine Gründe. Welche denn? Marc hat mir schon so oft geholfen. Immer wieder. Dass er irgendwann mal die Nase voll davon hat, das ist ja wohl klar, oder? Irene, was soll ich denn machen? Lara ließ sich partout nicht davon abbringen. Außerdem, ich finde, es wird Zeit, dass ihr euch seht. Ja. Ja, wir nehmen den nächsten Zug. Ja, bis später dann. Und? Was sagt deine Schwester? Es passt ihr gar nicht, dass Lara sie in der Klinik besuchen will. Die Kleine macht sich Sorgen. Begreift sie das nicht? Doch schon. Aber sie befürchtet eben, dass Lara das alles nicht verkraftet. Wovor will sie das Kind eigentlich schützen? Vor Krankheit und Tod? Beides ist ein Teil unseres Lebens. Arme. Lara ist gerade mal 16 Jahre alt. Eben. Sie ist 16. Also kann man ihr jetzt sagen, was sie im Krankenhaus erwartet. Aber was soll ich machen, wenn meine schwer kranke Schwester mich ausdrücklich bittet, nichts zu sagen? Aber später wird der Schock für Lara umso größer sein. Sie weiß ja nicht einmal, dass Irene eine Operation hinter sich hat. Geschweige denn, dass sie... Glaubst du, mir gefällt das alles? Lara fährt vollkommen unvorbereitet nach Hannover. Es ist richtig, dass sie fährt. Eine Tochter sieht ihre Mutter. Was kann richtiger sein? Lara weiß ja noch nicht mal, dass Irene sterben wird, wenn sie kein Spenderherz bekommt. Irene muss es ihr sagen. Vielleicht schafft sie es ja, wenn Lara bei ihr ist. Ich hoffe es sehr. Arne. Hm? Ich habe Angst. Diese ganzen alten Fotos, darum könnte ich dich beneiden. Ich habe sie gestern wiedergefunden beim Aufräumen. Guck mal, was Henning da für ein Gesicht zieht. Er war aber auch ein süßer Bengel. Und immer so rücksichtsvoll und artig. Artig? Ich kann mich noch dran erinnern, als er mal auf die Idee kam, am Teich Frösche zu fangen. Hinterher hat er sie alle in mein Bett geschmissen. Abscheulich, erinnere mich bloß nicht daran. Ich bin fast gestorben, als die ganzen Viecher um mich rumsprangen. Und ich konnte sie dann alle wieder einzeln einfangen. Ach, das ist schon so lange her. Die großen Ferien auf Friedenau. Das war immer das Highlight für mich. Wenn es nach mir gegangen wäre, hättest du für immer bleiben können. Ich hatte ja auch immer einen ganz besonders guten Draht zu dir. Oh, du warst aber auch süß. Nur leider hatte Vater was dagegen. Dein Vater hat es auch nicht immer leicht gehabt. Speziell, als ihn deine Mutter verlassen hat. Ach, im Nachhinein war das alles gar nicht so schlimm. Der Ärger hat erst begonnen, als er Beatrice geheiratet hat. Stiefmütter und Stieftöchter. Das ist ein Kapitel für sich. Naja, jetzt wohne ich ja schon lange nicht mehr zu Hause.
Sag mal, wollen wir heute Abend zusammen essen gehen? Ach, ich bin schon mit Henning verabredet. Gut, dann kommt er wenigstens mal aus seinem Zimmerchen raus. Ich verstehe sowieso nicht, warum er ausgerechnet in dieser Pension wohnen muss. Ich an seiner Stelle wäre auf Weltreise gegangen. Aber Tex, ich glaube, das ist das Einzige, was ihn hier noch hält. Grüß ihn ganz lieb von mir und lenk ihn ein wenig an. Mach ich. Ach, sag mal, wie sieht's denn morgen bei dir aus? Hättest du Lust, mit ins Theater zu gehen? Gern. Gut. Bis morgen. Bis morgen. Also wir müssen jetzt wirklich langsam rein. Ja, gleich. Und du kommst wirklich alleine klar? Sobald du weg bist, schmeiß ich hier eine Runde nach Bern. Oh, und da steh ich. Isabelle, es tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Hey, schon okay. Das ist aber auch eine komplizierte Beziehung. Ja, das konntest du ja auch nicht wissen. Können wir jetzt? Ja. Also, mach's gut. Hm? Ja, euch viel Spaß im Kino. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ich bin noch ein paar Stunden weg, ja? Marc, klar, warte, ciao. Hast du vielleicht mal kurz Zeit für mich? Ich wollte eigentlich mit Simon zum Bergnamen. Eine Minute. Du hattest meinetwegen Streit mit Nina? Sowas kommt vor, nicht? Ich wollte dir auch nur sagen, dass ich das mit ihr geklärt habe. Wie bitte? Naja, sie weiß jetzt auch, dass du nichts mehr von mir wissen willst. Das ist ja wunderbar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hattest recht gehabt. Mit dem, was du über die Beziehung von Sebastian und mir gesagt hast. Henning? Henning! Henning, wie siehst du denn aus? Übertreibst du nicht ein bisschen? Ja. Kann ich dir was anbieten? Henning, was ist passiert? Betrinke dich nur in deinen eigenen vier Wänden. Alan Greenberg. Ich glaube, du hast genug. Die Party ist noch lange nicht vorbei. Hast du Christoph gesehen? Habt ihr euch gestritten? Er hat bekommen, was er verdient. Ich weiß, ich war fies zu dir. Das fällt dir richtig früh ein. Dabei hatte ich überhaupt keinen Grund dazu. Du bist immer für mich da gewesen. Wir hatten viel Spaß zusammen. Weißt du noch, in dieser Villa bei den Alpen von Rupnitz? Oder ganz am Anfang, als Steffi uns auf dieses Schiff gelotst hat? Das war alles richtig lustig, ne? Aber wahrscheinlich ein bisschen zu lustig. Denn sonst wäre das doch alles mit uns anders gelaufen. Ich weiß es doch auch nicht. So einen Mann wie dich habe ich mir immer gewünscht. Isabel, was denn für ein Mann? Märchenprinz und Hofner in einer Person? Ach, ich weiß doch auch nicht. Du darfst das auch nicht persönlich nehmen. Es war nur so, als... Als Sebastian aufgetaucht ist, ja. Ja, ich wollte doch auch anfangs überhaupt nichts von ihm. Das musst du mir glauben. Klar. Und wie soll das Märchen jetzt weitergehen? Marc, ich fand ihn am Anfang sogar richtig widerlich. Und dann... Ich weiß, es hört sich blöd an, aber ich konnte mich einfach nicht dagegen wehren. Ich war dabei, Isabel. Es war nicht zu übersehen. Mit einmal hatte er mich wieder völlig in der Hand. Mama. Oh, mein Schatz. Was macht die Schule? Ach, wie immer. Hallo, Irene. Oh, die sind wunderschön. Hat ja auch deine Tochter ausgesucht. Die hast du doch so gern. Ich will meine Vase. Mama, wann kommst du endlich wieder raus? Du fehlst mir so schrecklich. Du mir auch, mein Engel. Und
und Elisabeth wollte den Zug morgen früh erst nehmen. Ja, ich habe noch ein paar Untersuchungen gehabt heute. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Siehst du? Ja? Jetzt sag schon, wann kommst du wieder raus? Na, ein bisschen Geduld musst du mit deiner Mutter noch haben. Ist es sehr schlimm? Nur ein kleiner Schwächeanfall. Und ich dachte schon. Nein, nein. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber jetzt erzähl mal, hast du schon Freunde gefunden? Ja, richtig nette sogar. Mit Alexa bin ich jetzt in einer Klasse. Das hat mir Elisabeth schon erzählt. Na, dann weißt du ja schon alles. Und Arno? Wie verstehst du dich mit ihm? Auch gut. Aber es ist auch kein Wunder, schließlich ist er mit der besten Tante von der ganzen Welt zusammen. Aber trotzdem, du fehlst mir so schrecklich. Schatz, versprichst du mir was? Ja, alles, was du willst. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei dir sein kann. Ach, mach dir um mich keine Sorgen. Die zwei sind echt nett. Das weiß ich ja. Und deswegen möchte ich, dass du bei den beiden bleibst, bis ich wieder rauskomme. Versprichst du mir das? Ja klar, wo soll ich denn sonst hingehen? Dass es irgendwann mal knallt zwischen euch, hätte ich mir ja denken können. Aber warum ausgerechnet vom Gefängnis? War Christoph sauer, weil du Caroline besuchen wolltest? Ja. Moralisch fühlt er sich mir gegenüber wieder im Recht. Christoph? Ja. Er weiß, dass ich Clarissas Intrige dulde. Deshalb ist er auf mich losgegangen. Was für eine Intrige? Clarissa hatte schon immer einen Sinn fürs Makabere. Henning, was soll dieses Gefasel? Sie hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Wenn er drauf eingeht, sorgt sie dafür, dass Caroline wieder aus dem Knast kommt. Ich hab gesagt, du sollst aufhören damit. Pickett. Weißt du was? Sie hat gesehen, wie Caroline Sebastian erschossen hat. Und sie ist die Einzige, die bezeugen kann, dass es Notwehr war. Was? Und dann lässt sie Caroline weiter im Gefängnis schmoren? Ja. So, das ist jetzt der fünfte. Den sechsten gibt's dann umsonst. Danke für das tolle Spiel. Du warst ein super Partner. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Bier? Musst du immer so viel reden? Beim nächsten Mal mache ich dich fertig, das verspreche ich dir. So wie gerade eben, ja? Noch zwei Kaffee? Ach, zwei alt. Okay. Oliver? Für mich auch zwei, bitte. Er hat verloren. Ah. Sag mal, Simon, eins vorab, ja? Wir reden hier nicht über Isabel. Wir könnten noch in die Berge fahren. Mein Schatz, ich weiß nicht so recht. Ich frage Alexa, ob sie mitkommt. Und danach feiern wir zusammen Weihnachten. Bei Arno und Elisabeth. Lara, holst du mal eine Flasche Wasser für Irene unten am Kiosk? Soll ich sonst noch was mitbringen? Danke, mein Liebling. Okay, bis gleich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Irene, weißt du, dass Lara drauf und dran war, sich alleine in den Zug zu setzen? Ja. Sie hatte schon immer ihren eigenen Kopf. Elisabeth, kann ich mich auf dich verlassen, falls ich kein Spenderherz? Irene, du wirst doch bestimmt wieder gesund. Bitte, ich muss mich auf euch verlassen. Ja, Arno und ich, wir kümmern uns um Lara, das haben wir dir ja versprochen. Trotzdem solltest du ihr aber nicht länger was vormachen. Hast du gesehen, wie fröhlich sie vorhin war? Aber du kannst es ihr nicht länger verschweigen. Lara weiß doch überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Es tut mir leid, dass ich Arno und dich damit hineinziehe. Ach, um Arno und mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber eine Herztransplantation, die können selbst wir vor Lara nicht mehr geheim halten. Aber ich kann ihr doch den Tag nicht kaputt machen. Sie ist doch so glücklich.
wenn du möchtest. Dann rede ich mit Lara auf der Rückreise. Nein, das mache ich schon. Du wirst es ihr also sagen? Ja. Bei eurem nächsten Besuch. Es tut mir leid. Der Graf möchte heute keine Besucher mehr empfangen. Und das hat er ausdrücklich gesagt. Ich bin Mitinhaberin des Schlosses und bald auch wieder ihre Chefin. Trotzdem, es geht nicht. Und auf es geht. Es tut mir leid, sie hat sich einfach vorbeigedrängt. Ohne mich verwahrlost hier selbst das Personal. Schon gut, Christiane. Du offenbar auch. Sag bloß, du hast dich meinetwegen geschlagen. Was willst du? Spricht man so mit seiner zukünftigen Braut? Alles kurz. Die Gästeliste für das freudige Ereignis. Sei doch so gut und wirf mal einen Blick drauf. Geh jetzt bitte. Noch was. Du solltest mit niemandem mehr über unsere Hochzeit sprechen. Es reicht, wenn Charlie es weiß. Noch ein Wort und du kannst deine Schwiegertochter vor den Gefängnisaltar schleppen. Ich meine, welches Zuchthaus gibt einer Mörderin schon Freigang für die Hochzeit? Du bist wirklich das Allerletzte. Spar dir deine Komplimente. Die Sushi-Bar. Ja, du isst doch auch so gern Sushi. Kannst du mich jetzt mal mit deinem bekloppten Fisch in Ruhe lassen? Sushi oder Isabel? Was ist denn das jetzt für eine Ansage? Ja, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Immer wenn du Isabel getroffen hast, dann bist du danach völlig daneben. Weißt du, was die mir eben für einen Text reingedrückt hat? Erst sühlt sie mich voll, wie sehr sie mich geliebt hat. Und dann erzählt sie mir, dass ihr Sebastian verfallen gewesen sei und ich sowieso nie eine Chance hatte. Ich war zwar ihr Märchenprinz, aber gegen einen Arschloch wie Sebastian hatte ich nie eine Chance gehabt. Oliver, Nummer 4. Simon, Frauen stehen auf Arschlöcher. Das ist so. Mensch. Doch. Wenn du dich so benimmst wie Sebastian, als totales Arschloch, dann rennen dir die Frauen die Bude ein. Steht das im Handbuch der kleine Chauvinist? Mhm. So, bitteschön. Danke. Mit Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft. Da kommt man nicht weit. Ich habe das jetzt verstanden. Isabel steht auf Schweine und Brutalos. Okay? Das kann sie haben. Marie, du kommst genau richtig. Hier, wie das duftet. Für einen Adelstitel gehst du wohl auch über Leichen. Was meinst du? Spiel hier nicht die Unschuldige. Ich war gerade bei Henning. Und hattet ihr keinen schönen Abend? Wenn du Carolins Unschuld nicht auf der Stelle bezeugst. Marie, das ist alles viel komplizierter, als du denkst. Statt für sie auszusagen, nutzt du ihre Lage schamlos aus. Für deine eigenen billigen Zwecke. Jetzt lass mich doch erst mal ausreden. Ich habe dich immer vor den anderen verteidigt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass du wirklich so kaltherzig bist, wie Christoph immer behauptet. Aber du bist es. Du bist wirklich ein Scheusal.